Moin Leute, ja, da sind wir wieder zurück. Axel Reitz ist immer noch bei mir zu Gast auf dem Kanal. Tolles Gespräch bis jetzt. Ich muss dazu sagen, ich weiß, wahrscheinlich wenn ich die ersten beiden Teile geguckt habe, dass ich immer mal wieder bei Themen nicht reingegangen bin. Das hat nicht damit zu tun, dass mich das nicht interessiert oder dass Axel das nicht möchte, aber es ist so viel und ich denke mir dann, okay, da musst du gleich nachhaken, da musst du nachhaken. Ja, also wir könnten hier, glaube ich, sehr, sehr lange auf die unterschiedlichsten Themen eingehen, die uns auch bewegen. Auch die Zwischengespräche würden wir euch natürlich gerne präsentieren, aber das liegt auch ein bisschen an euch, ob ihr den Axel nochmal wiedersehen wollt, ob wir ihn mal vielleicht mit seiner Freundin vielleicht nach Hamburg-Lübeck einladen wollen. Das liegt ja auch immer an den Community, wenn sie das wollen, dass wir sie vielleicht mal ein, zwei Tage nach Lübeck einladen, vielleicht mal live gehen zusammen und weitermachen. Das liegt an euch. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das wollt. Dann geben wir da vielleicht nach. Ja, ich wollte ja eigentlich im zweiten Teil, wollte ich dich fragen, wer spielte bei dir eine Rolle in deiner Radikalisierung? Wir hatten jetzt den Namen Christian Worch jetzt mittlerweile. Du hattest mir jetzt gerade mitgesagt, auch ich habe das ja ein bisschen mitbekommen, auch jetzt keine Szenegröße heute mehr, der so irgendwie noch, ja, er war mal mehr im Rampenlicht. Also tatsächlich, Worch war über viele Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, eine zentrale Figur des Bewegungsextremismus, des Rechtsextremismus. Ja, und ist heute einfach tatsächlich eher eine belächelte Randfigur. Aber das geht vielen damaligen Größen der Szene so, ob es Thomas Wolf ist oder Siegfried Borchardt. Die stehen halt zusammen dann auf irgendwelchen Veranstaltungen und werden von den jugendlichen Aktivisten überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen, nicht wertgeschätzt und sind mehr Maskottchen, die quasi noch dann mitgeschleppt geduldet werden. Geduldet werden so fast? Fast geduldet werden. Also Worch wird tatsächlich geduldet. Der ist ja auch dann in der Partei Die Rechten dann ja wutentbrannt, weil er sich nicht durchsetzen konnte, was für ihn völlig neu war, dass die Leute nicht auf ihn gehört haben und eigene Programm gefahren sind. Er dann von seinem Posten als Bundesvorsitzender zurückgetreten und hat das Zepter abgegeben an die Dortmunder. Und spielt jetzt einfach wirklich nur eine untergeordnete Rolle und hat auch keinen großartigen Einfluss mehr. Nein. Okay, aber auf dich, magst du die vielleicht, was ich, ein, zwei, drei wichtigsten Menschen in deiner Radikalisierung mal benennen und wie das so gekommen ist, also oder welche Wirkung sie auf dich hatten? Magst du das ein bisschen zusammenzufassen? Kann ich machen. Also tatsächlich war es damals so, dass Christian Worch war damals eine zentrale Figur. Der war auf der ersten Veranstaltung, die wir in Köln gemacht haben, 99. Das war die Wanderausstellung Verbrechen der Wehrmacht von Jan-Philipp Rehmzma. Ach so, ja, genau. Und da fanden die ersten Großdemonstrationen statt, die auch gut besucht waren in München. Das war so damals das Fanal dann, wo dann wirklich die rechtsextreme Szene sich neu formierte und auch diesen Aktivismus dann wieder auf die Straße trug nach den Repressionswellen des Staates. Und das wollten wir in Köln auch machen. Die NPD war dagegen und wir haben uns dann durchgesetzt und gesagt, so überall findet das statt, wir machen das. Haben das unter dem Label der NPD anmelden müssen, weil das damals noch so war, wenn die NPD als Partei angemeldet hat, war es schwerer zu verbieten, als wenn Privatpersonen das gemacht haben. Das musste halt unter dem Label NPD laufen. Das war ein Riesenkrampf, weil da musste der Kreisvorstand und der Landesvorstand zustimmen. Die konnten sich natürlich nicht die Blöße geben und sagen von wegen, gut, in Münster haben wir demonstriert, in Köln wollen wir das nicht. Aber wir hatten die Regie eben dann in der Hand quasi als die radikalen Kräfte, die damals schon eine eigene Kameradschaft hatten, aber unter dem Label NPD noch dann agiert haben. Und zu dieser Veranstaltung kam dann auch damals alles, was Rang und Namen hatte. Da war damals Holger Apfel da, da war dann auch Christian Worch aus der Haft da, da waren andere Szenegrößen aus NRW da. Und so kam ich eben noch mit Christian Worch in Kontakt. Und das war jemand, zu dem ich aufgeschaut habe und der mich auch dann zu anderen Veranstaltungen eingeladen hat. Da habe ich dann auch meine erste Rede gehalten. Das war auf einer Veranstaltung in Wuppertal. Und er schrieb mich dann direkt an und sagte von wegen so, ey Mensch, du bist ein super Redner, hat mir sehr gut gefallen, die Kameraden waren begeistert. Du kannst auch zu anderen Veranstaltungen kommen. Und das war schon mal so ein Punkt, wo ich natürlich dann eine Plattform auch bekommen habe von jemandem, der mich auch angeleitet hat und erzogen hat. Und, also, es tut mir leid, ich muss mal kurz da wieder rein. Ja, du hast schon wieder Sachen gesagt, wo ich eigentlich drüber sprechen möchte. Im Auto, ne, Martin, Marisa, wir hatten im Auto eine Rede von Axel noch gehört, ne? Oh Gott, ne? Wenn wir dann irgendwie jetzt Fenster runter machen und die Anlage aufdrehen, dann würden die Leute denken, meine Güte, guck mal, was der Schlaffer sich reinzieht. du warst schon sehr, du schon im Erbe des aggressiven, lauten Frontalredens. Also tatsächlich, ich konnte alles. Also ich konnte auch auf Veranstaltungen sehr leise mit Bedacht sprechen. Nur du musst auf Demonstrationen, kennst du ja selber, du hast meistens schlechte Technik gehabt.
Ja, das heißt, auch gerade auf Großveranstaltungen musstest du schon laut und aggressiv sein, damit die Leute dich überhaupt verstehen. Und wenn dann auch drumherum ein Tohuwabohu von Gegendemonstranten war, habe ich eben angesprochen, als nicht gefilmt wurde. Ich sage, ich war damals sehr stolz darauf in einem Artikel. Ich glaube, es war Junge Welt oder Taz war es, die geschrieben hat, von wegen, alle anderen Nazi-Redner konnten nicht gehört werden, weil sie niedergebrüllt wurden. Nicht so Axel Reit, er brüllte noch lauter als die Gegendemonstranten. Das war damals, wo ich sagte so, mich bringt ihr nicht zum Schweigen, liebe Freunde. Okay. Und ich konnte aber auf Saalveranstaltungen auch, klar, schon aggressiv, schon sehr polemisch und auch schon klar Action, aber ich konnte auch die leisen Töne treffen. Also das war mitunter ja auch notwendig. Aber man muss schon sagen, dass du schon sehr, sehr nah am Redestil des Dritten Reichs dran warst. Ja, die Vokabel natürlich, jede Rede war aber immer liebe Volksgenossen und also ich wollte gerade sagen, wenn man das jetzt auf Schellackplatte aufnimmt und das spielt das ab, dann könnte man auch sagen, wir gehen nochmal 80 Jahre richtig, zurück, richtig, oder? Richtig, also das war tatsächlich so, aber das war auch die Tradition, der ich mich damals sehen wollte halt, ne? Genau. Wo man gesagt hat, wir sind SA-Leute, wir sind politische Soldaten, wir wollen quasi, es war ja reiner Karneval, das hat ja auch, muss man wirklich sagen, wenig mit Politik zu tun, das war tatsächlich dann so ein Cosplay-Scheiß, den man da gemacht hat. Ne? Hat das mir selber, ich habe ja selber mal gedacht, okay, cool, ich habe jetzt auch Fame bekommen, hat das was mit dir auch gemacht, so in dem Sinne, also klar, du bist aus einer politischen Motivation heraus, wir haben was mitbekommen, 13, 14, aus eigener Motivation heraus, politisch, warum darf ich das und das nicht sagen? Dann gab es die ersten Artikel und dann ist das ja so, einige Leute waren lebenlang noch nie in der Zeitung, ja, nicht mal mit einem Kleintierzüchterverein oder sonst was und auf einmal heißt es 165 Zentimeter, was ich blanker Hass oder so. Das macht ja auch was mit einem. Hat das was mit dir auch gemacht? Ja, also, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt wer und so in jungen Jahren und ich bin jetzt hier vielleicht der neue, was weiß ich, Führer oder was weiß ich. Also so habe ich mich nie gesehen. Also ich fand auch diese ganz, ganz schlimm, diesen Beinamen, den ich von der WDR-Doku bekommen habe, von wegen der Hitler von Köln, das fand ich so affig. Habe mich davon immer auch distanziert und da ich immer auch mitunter, ich habe mich selber damals in der Szene, mal kurz zu sagen, dem linken Flügel der NSDAP zugehörig gefühlt, ideologisch, Gregor Strasser, Ernst Röhm, SA und habe immer auch scharf die SS abgelehnt, dafür bin ich auch massiv kritisiert worden und Hitler war ja immer auch jemand, der quasi ja unserer Ansicht nach dann sich von der Reaktion hat täuschen lassen und seinen Dudesfreund Röhm ermordete und Strasser ausgeschaltet hat und die Reaktion quasi eingebaut hat und das war ja so unsere ideologische Herleitung, die wir hatten, da war ich immer auch schon hitlerkritisch. Natürlich war er der Führer, er war die Lichtgestalt natürlich, unantastbar, das gehörte auch einfach dazu, aber ich war nie so jemand, der auch da blind immer von wegen alles, was er gemacht hat, war super, alles war toll, weil ich sagte, okay, der Nationalsozialismus ist nicht die Verkörperung von Hitler, sondern Hitler ist genau wie jeder andere auch Diener der Idee. Das war mein Parole damals, während andere sagte, Hitler war der auf die Erde gekommene Messias und alles, was der gemacht hat, war richtig und gut und schön und toll. Das habe ich nie vertreten. Ja. Ja. Also auf jeden Fall hat es auch was mit dir gemacht, dass ich jetzt, ich krieg Aufmerksamkeit. Natürlich, da wollte ich auch hinaus, er ist natürlich immer auch in dieser Szene, narzisstische Gründe, warum jemand sich da betätigt. Jemand will sich an einer Rolle sehen und ich wollte damals der Revolutionär sein, ich wollte der Redner sein, ich wollte der Propagandist sein. Das hat natürlich immer eine unglaubliche Motivation bei jedem, der da das auf sich nimmt. Kannst du das verstehen? Also über mich gibt es ja einen ganz üblen Taz-Artikel auch, ja, also wo eine... Den kenne ich, ja. Ja, also... Ich muss dazu zu dem Taz-Artikel mal wieder sagen, ich habe den angeboten, mit mir persönlich zu sprechen. Ja, wollen die nicht. Nee, wollen sie nicht. Dann hat mich eine, das muss man sich vorstellen, eine, ich glaube, eine Doktorandin aus der Psychologie, hat mich ferndiagnostiziert. Das kenn ich. Ich meine, das sagt alles über die Person aus. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, ich brauche sie persönlich nicht sprechen, ich mache so ihre Diagnose. Und die dann auch gesagt hat, okay, ja, der befriedigt sich jetzt wieder. Ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm, ich stehe dazu, weil man das natürlich mal in seinem vergangenen Leben hatte. Geht es dir heute noch genauso, dass die Aufmerksamkeit, die man die dann bekommt, auch was ich jetzt, so wie du dich jetzt gibst, das hast du mit rüber gerettet auch. Also ich stehe dazu, ich mag das, sonst würde ich auch YouTube nicht genießen, ne? Lass einen Daumen oben da. aber ist das bei dir auch so, dass man jetzt sagt, okay, ich mag das trotzdem noch, wenn man was irgendwie... Ich bin ein extrovertierter Charakter und ich bin auch ein Selbstdarsteller und das ist auch nichts Negatives, weil ich den Leuten immer die Frage stelle, wenn ich mich nicht darstelle, wer soll mich denn sonst darstellen? Ich sage gerade, die Heroen, die sagen, wegen aufgrund der Krawattenfarbe kann ich jetzt ein Psychogramm von dem abgeben und weiß alles über sein Leben. Ganz fürchterlich, oder? Und zum anderen, jeder Mensch stellt sich ja selber dar. Jeder Mensch will ja bestimmte Attribute von sich präsentieren und will auch in einem bestimmten Licht gesehen werden. Das fängt ja morgens schon an. Was für Klamotten ziehe ich an? Ja, jede Frau schminkt
schminke ich mich, wie mache ich mir die Haare und bin ich jetzt besonders nett, bin ich jetzt besonders forsch. Jeder hat ja Dinge, die er präsentieren will und das ist menschlich und man sich ja die Frage stellt, was soll daran falsch sein? Ja, und wie gesagt, wenn man sich nicht selber darstellt, wen soll man sonst darstellen? Ne? Also das ist ja immer so diese Plattitüde, die kommt von irgendwelchen Leuten, die nicht die Eier haben, selber irgendwie Haltung zu zeigen und sich selber irgendwie zu präsentieren. Ja, und schade einfach, das dann so zu werten. Ja? Genau. Der eine möchte das öffentlich und der andere vielleicht nicht so sehr. Es muss ja keiner mit mir befassen. Ich sage ja immer, wenn du mich scheiße findest, ich sage, dann guck nicht. Ne? Ich sage, wenn du meine ist mein Ton auch, genau. Warum guckst du dann? Ich sage, guck doch nicht. Ja, ne? Genau. Ich sage, dann geh doch woanders hin. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, wenn die auch mal ankommen dann und das gefällt mir nicht, das mag ich nicht und so. Ich so, ja gut, dann fick dich. Ne? Okay, jetzt ist es ein Ü18-Video. Also Leute, nicht, dass ihr es versteht, also es ist halt einfach, weil wir sehr ähnliche Erfahrungen halt haben, deswegen glaube ich, harmoniert das gerade, ich glaube, das merkt man gerade, also ich genieße das gerade, weil das ist so, wir haben sehr ähnliche Erfahrungen und die Dinge, wie wir die sehen, weil wir, glaube ich, auch durch die gleichen Täler gegangen sind und ganz ähnliche Bergaufhügel mal hatten. Trotzdem hast du jetzt gerade eine Sache gesagt, die mich natürlich auch beschäftigt. Du hast gerade den linken Flügel der NSDAP benannt, was für viele Leute schon sagen, oh Gott. Was? Weißt du, die also, können ja gar nicht links sein. Ja, oh, klar. Ja, aber gut, das Sozialismus steckt ja nun mal mit drin. Auch du warst, glaube ich mal, du hattest eine Phase oder hast du dich immer so gesehen, dass du schon auch rot-braun so fasst? Oder wie könnte das? Ja, das war Taktik bei uns. Das war damals so diesen Kampf von deutscher Sozialisten. Das ist also auf der Idee von Thomas Brehe gewachsen damals. Der kann man den Kreis wieder schließen, der neben Christian Worch damals mein Mentor und auch mein politischer Ziehvater war, mit dem ich im Gegensatz zum Worch auch einen viel persönlicher und engeren Kontakt hatte. Ist das der verstorben? Das ist der verstorbene. Das ist der ehemalige Stellvertreter Michael Kühns, der auch schwul war. Und kann man sagen, nein, ich hatte mit ihm keine Affäre. Das wurde ja auch dann immer erzählt, von wegen, sagt, kleiner Lustsklave und so. Und, ja, ist das so? Ja, und bestimmt auch aus eigenen Reihen, natürlich, ne? Natürlich, nur. Ja. Und da gab es dann Sachen, die verbreitet worden sind. Da kamen teilweise echt auch Leute, die es gut mit mir meinten, zu, von wegen, ja, ich habe gehört, da gibt es Nacktbilder von euch beiden. Ich so, die würde ich ja gerne mal sehen. Würde man gerne wissen, wo die herkommen. Ja, ne? Also totaler Irrsinn, aber das hat mich auch nie angefochten. Also muss auch sagen, der wusste auch meine Haltung dazu. Ich bin selber nicht schwul, hat immer gesagt, von wegen hier, mir ist kackegal, was du machst und so, ich muss von dir nicht angemacht werden und ist auch nie passiert also, oder sonst irgendwas. Also das war eher Taktik, ne? um am linken Rand zu fischen? Er hat das damals so verkauft oder sagte, Herr Thomas ist ja wirklich dann so einer der Ersten gewesen, der den Neonazismus in Deutschland dann in den 70er Jahren dann hier emporgehoben hat und war führend in verschiedenen Organisationen tätig, wie der ANSNA, wie dem Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers und zig anderen Veranstaltungen und sagte, wenn wir jetzt wieder einen Verein aufmachen, mit genau demselben Inhalten wie früher und genau derselben Stoßrichtung dauert es drei Wochen, dass es verboten worden ist. Deswegen sagen wir jetzt, wir machen Querfront und nehmen dann eben einen von der KPD mit hinzu und machen so ein bisschen auf Rot-Braun und damit schützen wir uns eben dann vor diesem klassischen also Verbot. Taktik. War Taktik. Die Zelle in Berlin von diesem KPD-Irren Michael Koth, dem es heute noch gibt, der ständig in die nordkoreanische Botschaft spaziert und erzählt, ewiges Nordkorea, ist völlig abstrus damals gewesen und völliger Wahnsinn gewesen. Aber es war natürlich damals so diese Querfront-Geschichte, die wir verkauft haben, erstmal A, was Neues zu machen und B, uns eben zu immunisieren. Nur wir sind natürlich genauso rumgelaufen wie früher im Braunhemd mit Organisationsbefehlen, mit NS hier, NS da und das war kein Unterschied zu dem, was früher die FAP gemacht hätte oder irgendeine andere Organisation aus dem klassischen NS-Spektrum. Über dich hat man auch geschrieben, dass du eine Nähe hattest zum Regime von Saddam Hussein. Ja, wir sind damals eingeladen worden vom damaligen Botschafter in Berlin, Shamila Mohammed. Der hat uns zu drei Veranstaltungen eingeladen, bei denen ich auch gewesen bin. Das erste Mal in Bonn noch, weil da war die Botschaft auch in Bonn. Dann fand der Umzug gerade nach Berlin statt. Zweimal in Berlin. In welchem Jahr war das? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Und wir haben tatsächlich nach damals nach dem ersten noch, Irakkrieg oder? Nach dem ersten Irakkrieg, ja, das war... Irakkrieg war 90? 91? 91 war der, 91 der, genau, war Irakkrieg. 91, aber da war ich 8 Jahre alt. Das wäre also vor meiner Zeit gewesen. Okay. Und das war dann... Genau, ja, ich bin das ein bisschen... Das war 2002, 2003 oder 4 oder ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Okay. Und wir haben damals dann sogar aufgrund des Botschafters dann ein persönliches Dankeschreiben von Saddam Hussein bekommen noch. Und das hat uns natürlich damals so als kleine Pimmelsorganisation von 30, 40 Fanatikern, die da rumgelaufen sind, unheimlich aufgewertet. Ja, dass da wirklich ein internationaler Herrscher dann uns quasi geadelt hat mit den Kontakten, dass wir auf einmal auf internationalen Parketten der Botschaft rumliefen, wo irgendwelche Botschaftsmitarbeiter von deutschen Behörden da waren. Das war natürlich damals für uns so,
boah, geil. Ja, ne? Krass und, auch. Also kann man kaum glauben, dass das so und, passiert ist. Ich habe gedacht, das ist Fake News. So. Nein, also der, ich kann es mal raussuchen. Sie schreiben im Arabischen und dann übersetzt vom Botschafter. Habe ich sogar noch. Das hast du noch? Ja, das habe ich also, noch. Ja. Also wenn ihr jetzt gleich ein Bild seht, dann haben wir das eingeleuchtet. Ja, ja, also das wäre natürlich und, irgendwie ein Dokument, was echt spannend ist. Da gab es auch damals dann ZDF-Beiträge drüber und so. Und für uns war natürlich damals Hussein noch analog zu unserem großen Führer damals. Von wegen hier, der kämpft gegen die USA, der kämpft gegen den Zionismus, der will mit der Baath-Partei, die ja auch ein nationalistisches und soziales Programm hatte, quasi das. Das, was wir auch wollen. Und, also schon so als Waffenbruder fast gesehen? So. Ja, natürlich. Und im 1991 gab es auch damals tatsächlich den Versuch von Michael Kühn noch, ist ja kurz darauf an HIV gestorben, eine antizionistische Legion aufzustellen. Das lief dann über Frankreich mit dem Michel Fassi, damals ein sehr bekannter Aktivist aus der neonazistischen Szene da. Das waren damals konkrete Verhandlungen, die auch mit dem Irak liefen, dass da wirklich Leute, ähnlich wie später auch dann in Kroatien, in Irakkrieg teilnehmen Kämpfende. Wollten auf Seiten der Iraker. Ja, okay. Und die Iraker haben es natürlich von uns versprochen, weil wir haben viele Plakataktionen dann gemacht, hatten dann Hände weg von Saddam und hatten dann Kundgebungen und für die war das natürlich in ihrer Propaganda, wo sie sagen konnten, hier, es gibt auch Deutsche, die durchschauen eben dann die Lügen der Zionisten und der Amerikaner gegen uns. Wird man natürlich auch so benutzt. Es ist ja der IS wie heute auch. Ja, genau. Guck mal, hier kommen Leute aus westlichen Staaten, um hier für den IS und so genau, weiter. Und das ist ähnliche Propaganda, die ja heute benutzt wird. Richtig. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll, weil ich, wo ich wieder einsetzen soll. Es ist so viel und es ist auch sehr spannend für mich. Okay. Du hattest also gewisse Menschen, die einen Einfluss auf dich hatten, das kann man ruhig sagen, Einfluss, ja, die dich auch ideologisch geschult haben, wahrscheinlich auch beschäftigt, die hiermit mal, Lektüre und so weiter, ähnliche Sachen wie bei mir. Du warst natürlich sehr viel tiefer als Scheitel, ja, und der dann auch so eine Art Führungsanspruch, ja, irgendwie dann auch gesagt, okay, wir brauchen auch eine geistige Elite, war ja damals... Ja, wo ich muss sagen, ich wollte tatsächlich nie Führer sein. Mir wäre das sogar lieb gewesen, wenn irgendjemand gekommen wäre, wo ich quasi als Propagandist hätte arbeiten können und sagen können, von wegen, komm, pass auf. Ich kümmere mich wirklich dann um das Aufpeitschen und um die Propaganda und schreibe Artikelchen und so, aber diese organisatorische Führungsrolle wollte ich persönlich selber nie haben. Aber ich erinnere mich relativ gut dran, also wo ich mich radikalisiert habe, so 92, 93, da war das ja noch sehr, sehr Skinhead-lastig, musiklastig und so weiter und auf einmal gab es ja eine Entwicklung, okay, wir müssen uns verändern, von einer Szene zu einer Bewegung werden, ja, wir müssen neue Inhalte schaffen, müssen neue Herangehensweisen schaffen und so weiter und da gab es ja schon Menschen, die sich damit sehr beschäftigt haben. Ich war einer der ersten Propagandisten der sogenannten autonomen Nationalisten. Die kamen in Berlin unter Sebastian Schmidtke, der jetzt in der NPD führend aktiv ist, glaube ich sogar als Bundesorganisationsleiter, und in der Dortmunder Keimzelle und der Duisburger Keimzelle, mit denen ich eng damals kooperierte, im Ruhrgebiet auf. Und das sorgt natürlich erstmal für Entsetzen in der klassischen Szene, weil diese zwei Archetypen, die in der Szene existent waren, waren Skins und Scheitel. Und ich habe es damals selber noch miterlebt, zu den ersten Demos, wo wir gefahren sind, so in den 90ern. Wenn da einer ankam, der irgendwie normale Klamotten anhatte oder längere Haare hatte, der hat eine Klatsche bekommen. Ja, da ging der Skins hin, sah vor ihm so, Bab, du Hippie, rasier dich mal und siehst so aus wie so eine Zecke. Und, ich glaube, die erste Öffnung war sogar gegenüber Mettlern, ja, dass die so akzeptiert wurden. So, dass sie auch über diesen Black Metal dann NSBM und so weiter und so fort. Ja, genau. Aber das, was wir dann wirklich gemacht haben, das war ja wirklich total revolutionär, weil wir haben ja wirklich linke Symbolik, Che Guevara-Shirts, Palästinensertücher, die Musik von Tonsteine Scherben übernommen. Farbwechsel teilweise, ne? Richtig, um sich erstmal einerseits abzugrenzen von der verkrusteten Struktur, immer halt Fraktur, niemals oder nice und auch neue Themen reinzubringen. Das kam natürlich mir damals sehr entgegen, als auch Sozialrevolutionär, als Vertreter des linken Flügels, um da einen neuen Drive reinzukriegen, aber natürlich auch strategisch, weil ich mir sagte, es gibt so viele Jugendliche, die ansprechbar sind für uns, für unsere Themen, für unsere Musik, für das, was wir vertreten. Die aber abgeschreckt werden, weil sie sagen von wegen, ich will nicht wie so ein HJ-Versteht rumlaufen ich will mir keine Glatze machen und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja auch die Gefahr heute, glaube ich. Ne? Natürlich. Also heute auf der einen Seite muss man sagen, eine Gefahr ist es, auf der anderen Seite ist die klassische Szene, so wie wir sie kennen, ist völlig im Arsch. Yeah. Du hast heute nur noch Mischszenen, du hast keine Struktur mehr. Also damals, wo ich reinkam, war das normal. Es gab einen Kameradschaftsabend, es gab einen Führungsaktivisten, es gab ein gewisses Reglement. Heute treffen sich die Leute eben dann in der nächsten Bar oder bei einer persönlichen Party, tauschen Aufkleber raus, da fahren wir zur Demo, hier fahren wir zur Demo und sind auch viel, viel anschlussfähiger.
Wir hätten damals zum Beispiel gesagt, von wegen auf so eine Pegida-Demo, Schwarz-Rot-Gold, Israel fahren geht gar nicht. Ne? Das ist Reaktion, das ist widerlich. Ja. Und, ne? Heute sind diese Leute anschlussfähiger. Und das haben wir gerade auch bei Hogesa gesehen, dass da wirklich vom neonazistischen Spektrum, von eben diesen Bewegungsleuten, die viel jetzt unkomplizierter sind und weniger ideologisiert sind als damals, ja, anschlussfähiger geworden sind, als wie es bei uns damals war, wo du wirklich halt in deiner eigenen kleinen Welt warst und auch die Mauern hochgezogen hast, um zu sagen, genau, das muss so organisatorisch auch laufen. Und das ist heute völlig anders. Ne? Und das ist zum einen, muss man sagen, klar ist die Anschlussfähigkeit an die Grauzone des Rechtsradikalismus da, muss man auch differenzieren. Rechtsextrem ist halt außerhalb des Verfassungsbogens, während rechtsradikal zwar unschön ist, aber immer noch im Rahmen des Legitimen sich bewegt. Genau, also ist ja auch von Behörden so definiert, ja, genau, ne? Radikal ist immer noch demokratisch und ohne Gewalt. Und ich glaube, wir brauchen öfter radikale Ideen, ne? Weil die Gesellschaft verändert sich, aber es darf gerne demokratisch sein und ohne Gewalt. Vielleicht, das können wir mal als Statement vielleicht auch mal sagen. Das muss ich ja ausgerechnet sagen. Ich bin für eine starke Mitte, ja? Weil die Sache ist die, wenn du wirklich einen Linksschwung hast, den wir über Jahrzehnte erlebt haben hier in Deutschland, und kein rechter Gegenwind zugelassen wird, stagnieren die Dinge und sie totalisieren sich. Das erleben wir jetzt gerade, dass viele Leute sagen, das darfst du nicht denken, das darfst du nicht sagen, und mit Verboten um sich schmeißen, die für sie völlig normal sind, wo sich aber eigentlich über den Grundgedanken unserer Demokratie, des Diskurses und der Auseinandersetzung und wirklich der demokratischen Teilhabe aller am großen Ganzen hinwegsetzen und sagen, ich will meine ideologische Idee eben den Leuten aufzwingen, und wer da nicht für ist und so, der, ja, ist, mein, der ist schon fein, genau. Dem müssen wir das Auto kaputt schlagen, dem müssen wir auf die Fresse hauen, dem müssen wir isolieren, der darf nicht zu Wort kommen, dem müssen die Facebook-Konten gekündigt werden. Und das trifft ja sogar Leute wie Hamed Abdelsamad oder Nekla Kellic, die wegen Islamkritik quasi schon in eine rechtsextreme Ecke gestellt werden, wo ich mir denke, Wahnsinn, da sind Leute, die unter Polizeischutz leben, weil sie aus dem Extremismus ausgestiegen sind, da Aufklärungsarbeit leisten, ne? Und selbst da wird gesagt, von wegen, das darf nicht gesagt werden. Und das ist eigentlich eine unselige Entwicklung, die nur dann ausgeglichen werden kann, wenn wirklich da ein Gegengewicht stattfindet. Ich finde, man braucht ja auch die Flügel, das ist wichtig, das hat es auch gezeigt, nur es ist immer schwierig, ne? Wenn ein Flügel zu stark wird, ja, ne? Das ist immer schwierig. Aber ich sag mal, starke Rechte, starke Linke gibt gesunde Mitte. Weil es gleicht sich aus und es ist schwierig, wenn beide Flügel zu stark werden. Ne? Naja. Der Vogel darf in der Mitte schon noch am dicksten sein. Richtig. Für mich geht es jetzt aber auch darum, was ja auch mal ganz wichtig ist, damit das hier nicht untergeht, Enttäuschung. Enttäuschung, glaube ich, pflastern die meisten Menschen, die im Extremismus irgendwie, Extremismus mal aktiv waren, egal in welchem, natürlich, pflastern Enttäuschung. Wir hatten schon eine Enttäuschung natürlich, die aber später bei dir kam, dass dein bester Freund ein V-Mann dann war, der sich sozusagen... Aber das kam, wo ich schon ausgestiegen war, das hat genau, mich damals okay, ja nicht... Ne? Aber was waren so Enttäuschungen für dich, nachdem... Also ich bin ja auch in den Extremismus rein, voller Euphorie, ja, ich bin jetzt der Gute, ich will was verändern, ich mach das für euch, und wieso lasst ihr euch nicht helfen, ich mach das doch für euch, und wenn ihr nicht wollt, dann werde ich euch zwingen zu eurem Glück. Genau, richtig, weil ich weiß ja besser als ihr. Genau. Ne? Ich bin informiert und ich habe Lektüre, die ihr nicht habt und so weiter, das kennen wir, glaube ich, alles. Aber was war denn dann so bei dir, wo du das erste Mal gesagt hast, hattest du so Momente? Ja, die kam ja andauernd. Das kam ziemlich schnell. Also allein schon also die Szene selber war ja damals schon so wie Game of Thrones. Ne? Jeder gegen jeden, Allianzen zerbrechen, und dann wird da gehetzt, dann wird da wirklich eine obstruktive Politik gefahren. Das waren Sachen, die ich so nie mit diesem Grundgedanken verstanden habe, weil das war damals halt dieser Wunsch nach Einheit. Wir wollen doch alle dasselbe, wir sind doch gute Kameraden, wir stehen einer Welt von Feinden gegenüber, warum halten wir nicht zusammen? Ja, genau. Ne? Und das waren Dinge, wenn dann die ersten Leute auf einmal fordern, von wegen, weil du irgendeine falsche These in ihren Ansichten vertreten hast, der muss auch aufgeknüpft werden, dann denkst du dir, irgendwas stimmt ja nicht von dem, was du vertrittst, und auf der anderen Seite, was Realität ist. Was hat man sich schön geredet, weil wir haben immer gesagt von wegen, okay, das ist jetzt einfach so, aber irgendwann haben wir Erfolg, dann kommen die Leute und dann haben wir eine andere Bewegung und dann setzen sich Dinge durch, und das ist jetzt heute alles noch nicht anders zu ändern. Genau, und das kann man eine Zeit glauben, ne? Genau. Eine Zeit kann man das glauben. Man hält sich dann auch tatsächlich, das ist ja wie so ein psychischer Schaden, den man hat. Man muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich eine Fanatisierung, die man hat, und wenn dann reelles Unrecht geschieht, und reelles Unrecht meine ich damit, wenn wir eine Demo genehmigt bekommen haben, ja? Dann ist es, auch wenn es unangenehm für Gegendemonstranten ist, das Recht, dass eben dann auch Rechtsextremisten marschieren dürfen. Ja? Solange sie sich eben an die Auflagen und die Gesetze halten. Sage ich auch immer, muss die Demokratie auch aushalten. Genau, dann muss das aushalten können. Genau, das meine ich damit. Aber dann haben Leute dann die Veranstaltung nicht nur blockiert, sondern wirklich die Teilnehmer angegriffen. Es gab Schwerverletzte. Ja? Und man hat sein Recht nicht bekommen. Ja? Und das sind natürlich Dinge, an die man sich dann festhält und sagt,
das zeigt ja, wie wichtig es ist, dass wir nicht aufhören. Das zeigt ja, wie wichtig der Einsatz ist. Und man will ja auch die anderen nicht gewinnen lassen in dem Augenblick. Man sagt ja, man ist ja dann schwach, man hat ja dann versagt, man ist vor dem roten Terror an die Knie gegangen, das System hat einen klein gekriegt. Das will man natürlich nicht. Und dann ignoriert man die Brüche, die man hat, und überspielt die. Und deswegen sage ich immer, es ist auch sehr, sehr wichtig, immer zu sehen, auch Nazis sind Menschen. Und den Menschen darf man nicht aus dem Auge lassen. Auch auf den Menschen muss man zugehen, so schwer das fällt, um ihm die Hand zu reichen und zu sagen, pass auf, wenn du raus willst, dann helfe ich dir. Man muss eine klare Kante setzen und sagen, das mache ich nicht mit, aber wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Ich habe das Gefühl, du hast das gerade von mir geklaut. Das sage ich seit 3 Jahren oder 4 Jahren auf diesem Kanal. Ja, ist eine Frechheit, dass du das jetzt sagst. Ja. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und wir im Verein, das hat unser Vereinsvorsitzender hat das gesagt, der hat gesagt, okay, wir sind gegen Extremismus, genau, aber nicht gegen den Extremisten. Das finde ich ganz wichtig. Richtig. Schön, dass du das so sagst. Okay. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich bin zum Beispiel auch jetzt gut befreundet mit Andreas Mohler und Holger Apfel. Wir sind ja auch beides Aussteiger und natürlich auf ganz anderer Ebene. Das waren damals für mich ja in der Szene Feindbilder, das waren ja Reaktionäre, Israel-Freunde und was weiß ich nicht alles. Und daher hat man sich eben dann, wo alle raus waren, mal besprochen und hat gemerkt so, die haben ja eigentlich die identischen Erfahrungen gemacht wie ich, nur auf anderer Ebene. Und haben auch ähnliche Erfahrungen gemacht und sind zu ähnlichen Schlüssen gekommen wie man selber. Und die sagten mir, die haben heute auch noch Kontakt zu Leuten eben aus der Szene, ja, und sagten auch von wegen, die wären auch alle schon raus, wenn die nicht das Problem hätten, dass sie das Gefühl haben, sie müssten sich auf den Rücken legen und ständig in die Kehle beißen lassen von allen möglichen Leuten. Ja. Mhm. Und das ist das Problem bei dieser Haltung, die viele Linke auch gerade haben, ist, den müssen wir jetzt büßen lassen, wenn er rausgeht. Dem dürfen wir nicht vergeben. Der bleibt immer Nazi. Also, ne? Also mir wurde was gesagt von jemandem an der Schule, wo ich mit ihr gearbeitet habe. Die hat gesagt, also ich könnte einem Mehrfachmörder eher verzeihen als dir, was du gemacht hast. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, okay, das ist schon krass, ja. Also wenn man diese Einstellung dann so hat, ja, also wenn man selber sich so als, ich sag's trotzdem, als tolerant und Humanist sieht und sonst was. Ja, und das ist ja nicht, ist ja eine Lebenslüge dann. Ja, und mir dann so gesagt wird, so, ich sag das so manchmal, wenn Leute mir so sagen, ja, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben, ich sag, ja, wo soll ich denn hin? Weißt du, also was willst du mit mir machen? Was, Arbeitslager, Umerziehungslager, gleich an die Wand? Ja, also, das ärgert mich so, weil ich dann Werbung dafür machen möchte. Wir müssen ja dem Extremisten die Möglichkeit geben, okay, dass er zurück kann. Genau, wir müssen ihm gleich die Bankkarte geben und... Ne, also so, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen, auch im radikalen Spektrum. Man kann Dinge ja ablehnen, aber wenn man dann eine Frontstellung aufbaut, ja, und darauf einschlägt, sorgt das auf der anderen Seite auch für Radikalisierungsprozesse. Man sieht ja auch zum Beispiel der Professor Werner Patzelt, den ich sehr schätze, der jetzt auch für die Werteunion der CDU aktiv ist. Der hat damals eine Analyse über Pegida schon gesagt, von wegen, das sind nicht alles Rechtsextremisten, das sind auch keine Neonazis, die da laufen. Und dafür ist er schon verteufelt worden, für wirklich so eine vernünftige und auch faktenbasierte Ansicht. Wer sowas sagt, der sympathisiert ja mit dem, was ja, Pegida genau. Blödsinn ist natürlich. Ja, genau. Und man sich dann die Frage stellt, was soll denn mit diesen Leuten passieren? Da laufen Zehntausende, die alleingelassen worden sind, denen erzählt worden ist, weil du Probleme hast oder Dinge eben in einem bestimmten Kontext siehst, bist du ein Idiot, ein Rassist, ein Verbrecher, muss auf die Fresse bekommen. Was soll mit diesen Leuten denn passieren? Was macht man spannende denn mit Frage, denen? Kommentiert das gerne. Ich habe wieder nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen, hier mit den Videos, Axel, es tut leid, Leute... Ich weiß, der rote Faden und so weiter, wir schweifen ab, aber das ist da, glaube ich, das, was es ausmacht jetzt gerade, dass wir in die Themen einsteigen. Vielen lieben Dank für deine Offenheit. Man merkt jetzt auch wirklich richtig Power. Ich glaube, das kommt auch in den Videos rüber oder ne? Nick, ja, allen ist kalt hier. Also check das mal out, Instagram von Axel, lass da ein paar Props da, schreib was Nettes und schreibt hier in die Kommentare. Ich glaube, er liest mit, ist auch, wird auch vielleicht ein, zwei Sachen nochmal beantworten. Fragen, die aufkommen, schreibt die per Mail und meldet euch und dann machen wir das nochmal. Guckt runter, wie ihr das hier unterstützen könnt, ja, das würde vielleicht mit Axel nochmal was machen. Und vielen lieben Dank und ich verbleibe, jetzt sage ich wie immer, mit einem Ahoi von der Küste.